Hallo meine lieben Freunde, hier zu Pokémon Sonne. Alola, meine lieben Freunde. Ja, wir sind hier an der Alola Farm, oder was Hoana Farm, besser gesagt. Haben ein bisschen hier rumgeguckt, haben ein Tauros gefangen. Was laut Pokédex-Eintrag sogar eine Entwicklung hätte. Bin ich echt gespannt, ob es wirklich so ist. Aber und wir haben ein Ei bekommen hier in der Pension. Was ich natürlich machen möchte... Das war aber jetzt auch noch so eine Sache. Ich nehme jetzt kurz ihn nochmal mit. Gib ihn ab. Dass der quasi ein bisschen gelevelt wird. Den werden wir später irgendwann mitnehmen wahrscheinlich. Nein, nicht Grabbox. Hier. Abgeben. So. Und das Ei haben wir so lange drin, bis es schlüpft. Okay. Machen sicher auch ein Ei. Und bestimmt ist es so ein Togepi oder so. Kann das Ei freilassen. War auch mal eine Idee, oder? Gut. Dann geht es nun weiter. Ich mal sagen. Alola, dein Trompek und dein Pampele geht es gut. Dabei spielen aber nicht miteinander. Ja, klar. Miltata! So. Dann kann es weitergehen. Und das Trainer. Und wir haben ja noch den Bissback-Detektor. Da ist irgendwo ein Item. Item, Riesenpilz. Hier gibt's Miltanks. Hey, du bist Trainer. Aus, ab, runter. Und ein Münzamulett. Für mehr Cash. Für mehr Cash. Und Kraftreserve haben wir auch noch bekommen. Au, komm ich. Na, Münzabalett. Geben? Kann ich gar kein geben. Jeder hat was. Okay. So. Hey, Kollege. Sei gegrüßt, Junge, auf Inderwanderschaft. Sieh dir mein Kind an. Was? Warum? Hör auf, mit der Sache zu tun. Kunze möchte kämpfen. Zubiris. Oh yeah, Zubiris. Da haben wir richtige Pokémon vorne, hä? Krabbox. Krabbox. Mit Durchbruch. Ach stimmt, hat er... Oh, das ist ja... vergesst es immer. Unlichtgeist. Blumstrahl. Wow. Kratzfurie. Au. Au. Genau, fünfmal treffen sie. Natürlich. Starmer. Blumstrahl. Yay. Nachtnebel. Au, das ist nicht schön. Tschüss, Grabbox. Oh nein, er überlebt sogar noch. Dann tauschen wir mal. Tauros kann leider nicht viel machen. Komm, Mizunda darf mal wieder. Komm mal zurück, Grabbox. Los, Mizunda. Nachtnebel. Au. Das tut doch auch weh. Feuerzahn. Ham. Lecker Schmecker. Tschüss, Zubiris. Mach's gut. Und Slime erreicht Level 19. Es wächst so schnell heran. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Bin echt gespannt, wenn Tauros echt eine Weiterentwicklung hat. Was es sein wird. Wie es aussieht. Oho. Bin echt gespannt. Erstmal wieder. Und ist ja auch noch ein Trainer, hä? Die Frage ist... Wohin? Hoch oder runter? Was war das? Das ist der Dektor, oder? Hä? Keine Ahnung. Wenn du Route 5 folgst, gelangst du irgendwann zum Plätscherhügel. Dort findet die Prüfung von Captain Tracy statt. Okay, dann gehen wir aber erst nach unten.
Denn da wartet auch noch ein Trainer. Hey! Na? Das Fell am Kopf meines Punkten glänzt so schön. Nein, echt? Dann lass uns doch kämpfen, kleines Züchterin. Die Züchterin möchte kämpfen. Jorklef. Bip, bip. Jorklef. Jorklef. Durchbruch. Zack. Und tschüss, Jorklef. Mach's gut. Level 19. Yeah. Vulcano. Komm, Taurus. Dein Part. Zack. Los, Taurus. Haha. Habe ich auch noch nie im Team gehabt. Wo ist das eigentlich voll cool für Vulcangama und so. Bedroher. Er hat auch Bedroher, ne? Ja. Kampf. Z-Kraft. Hypersprintangriff. Hypersprintangriff. Zack. Hu. Ha. Ja. Bam, bam. Taurus. Leg los. Hützchen Z-Kraft. Yay. Hypersprintangriff. Los geht's, Taurus. Boom. Voll überrannt. Glut. Au! Verbrennt wahrscheinlich noch bei meinem Glück. Nein, okay. Hornattacke! Braucht auf jeden Fall noch eine gute Attacke. So, Erdbeben und so, like. Und Hornattacke! Komm! Taurus ist wenigstens schnell. Das ist der Vorteil. Tschüss, Vulcano! Und besiegt. Selbst bei einer Niederlage sieht mein Pokémon so süß aus. Ah, so süß. Gut. Dann nochmal heilen. Wenn schon, denn schon. Meine Pokémon sind wieder topfit. Ah, da geht's ja eh nicht weiter, hä? Die Pokémon sind völlig geknickt, weil sie gegen Tracy verloren haben. Captain Tracy ist der Kraft, das Typ Wasser, das war wohl zu viel für sie. Jetzt tun sie sofort das Weite, wenn sie ein Aquum-Z auf nur suchen. Muck! Muckebaum! Okay. Nichts. Jetzt muss ich nach oben, hä? Ich muss Route 5. Das Mittag rennt. Ja, wie putzig. So. Ich möchte aber gerne, dass Taurus auch ein bisschen was kämpft. Taurus! Hey du, dieses alte Herr gibt alles dafür, dass die Kinder den Sommerschaftteil übersteht. Als Prüfung verfehlt ist meine Aufgabe, die Stärke des Timers zu testen. Zeig mir doch erstmal, wie du alle anderen Trainer auf Route 5 besiegst, Kindchen. Ohoho, du findest einen Supertrank. Von es wieder. Und Doppelkampf. Interessant. Erster Doppelkampf. Sollt ihr zwei kämpfen, oder? Warte mal, ihr zwei macht das. Dass Taurus auch eine Überlegungschance hat. Bam, bam. 1 und 2 ist 2 oder doch 3, vielleicht sogar 4. Ich werde nicht verlieren, ich muss fest genug dran glauben. Ja! Bam, bam, da, bam. Da, 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 da. Franzi möchte kämpfen. Die Zwillinge Franzi. Moneira und Fluffeluff. Oh, die schöne kleine, putzige Dinger. Taurus und Mizunder. Cooles. Cooles Paar, muss man sagen. Bam. Okay, erstmal. Hornattacke auf Fluffeluff. Und Feuerzahn auf Fluffeluff. Feuerzahn. Kam. Und das reicht schon. Tschüss, Fluffeluff. Hornattacke. Boom. What? Oh, armes Wunderer. What? Level 15. Yeah. Verfolgung, natürlich. Okay, Master weg. Zack. Verfolgung.
Oh, rechnen ist gerade meine Stärke. Verloren, verloren, gibt doppelt verloren. Ja, da habt ihr recht. Cool. Oha. Warte mal, lass mich erstmal hier hoch. Das ist wieder die Wiese. Erstmal gegen dich. Als Zielstrecker muss man die Stärke seiner Pokémon entdecken und fördern. Pokémon-Züchter Manuela möchte kämpfen mit Bubungus. Was ist das? Ein Bubungus. Bildrohr. Bubungus. Was mache ich mit Bubungus? Mache ich einfach eine Hornattacke. Sieht aus wie Geistpflanze oder so, aber ist es nicht. Blitz. Was ist das? Ah. Genauigkeit sinkt. Hornattacke. Zack. Und Bubungus erledigt. Juhu. Und was kommt jetzt? Ladybar. Ladybar. Kick. Hornattacke. Boom. Mach echt viel Damage mit. Was? Dein Reflektor kann mir nix, denn ich mach Hornattacke. Zack. Tschüss, Ladybar. Mach's gut. Und noch Erfahrungspunkte. Mit 100 Level 21, okay. Ich wünschte, ich wüsste, meine Stärken sind. Ja. Wäre interessant zu wissen, hä? Oh, Team Skull. Okay. Die Frage ist, wo muss ich eigentlich hin? Wir gucken, was hier für Pokémon gibt. Sicher ein Item, oder? Nicht? Da! Sternstück. Okay, da brauche ich Fliegen, hä? Da brauche ich Fliegen. Brauche ich Glurak. So, was gibt's hier für Pokémon? Da müssen wir wieder schauen. Was es hier für Pokémon gibt. Ein Imantis. Das habe ich gut gesehen, das Pokémon, aber. Oh. Ja. Ja, war jetzt nicht das Pokémon, was ich jetzt unbedingt hätte wollen. Aber. Jo. Das Pokémon gab es ja mal im Trailer zu sehen. Ja. 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 Und? Was gibt's hier noch? Yorklef, natürlich. Bedrohr! Bam! Flucht! Du bist entkommen! Weit, weit entkommen! So. Was gibt's hier dann noch? Und? Nochmal Imantis. Wir können es natürlich uns fangen. Komm, wir machen es einfach jetzt. Hornattacke, wenn es überlebt. Boom. Na, das war nix. Zu stark, die Hornattacke. Ein Pokémon noch, komm. Imantis. Yorklef. 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 Bim. Bedrohr. Flucht. Tschüss, Yorklef. Mach's gut. So. Gehen wir mal zu den Team Skull-Idioten, oder? Ah, Bots, okay, das geht ganz schön auf die Nervenmuskeln, Bro. Ey, meine Beine fühlen sich ganz wabbelig an. Ah, ich kann mich gar nicht vom Fleck rühren. Ah, bist eben nicht in der Könighalle. Lass lieber die Finger vom Ringkampf, Bro. Okay. Kann ich auch nichts machen. Die tun einfach nur den Weg versperren. Hab ich alle gegen die Kämpfe? Die Seite her, hier gibt alles für dafür, dass ihr Kind in der Wirtschaft prüfen. Okay. Hab ich noch nicht. Gut. Ihr zwei. Na? Hey, 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 haha, das war wohl nichts. Wer bist denn du? Nimmst du das hier überhaupt ernst?
Na klar, aber ich will auch Spaß beim Kämpfen haben. Mann, Spaß haben, das Recht, Spaß am Kampf zu haben, musst du erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeiten stößt, Mann. Oh Mann, hey. Oh Mann, Easy. Dieser Tipp macht mir Angst. Hä? Dein Name ist Easy? Ja, wieso? Ha. Hast du mal überlegt, die Wahrheit rauszurücken? Sogar Pokémon sind so vorsichtiger als du. Mein Name ist Gladio. Mein Partner nur ich trainiere unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge von Team Skull. Aber lass für die Geräte, jetzt wird gekämpft. Achso, ist ein Team Skull-Typ hier, hä? Oder halt so ein Kumpane. Och, Mann. Irgendwann diese Team Skull-Typ. Was machst du? Team Skull Gladio fordert dich heraus. Mit deinem Zubat. Okay, Taros. Dein Frühstück ist da. Frühstück ist angerichtet. Bedroa. Level 17. Kraftreserve. Zack. Ah, ob Dings mehr Schaden macht, müssen wir gleich gucken. Macht ja keinen Schaden, Digga. Hornattacke. Boom. Auf jeden Fall mehr Schaden. Schuss Zubat. Tja, Kollege. Typ 0? Was ist ein Typ 0? Was bist du? Was bist du für ein Viech? Irgendwas Starkes. Tackle? Oh ja, das war aber Volltreffer. Du Arsch. Und Attacke! Ah, wir machen nicht viel Schaden, ne? Lebe! Lebe, lebe, super Trank. Für Taurus. Schenke ich dir! Typ 0. Decke. Komisches Pokémon. Sieht so versklavt aus. Oh. Ups. So versklavt aus. Hornattacke! Boom! Tackle. Kann es nur Tackle? Hornattacke! Zack! Oh! Wenn es jetzt rückzukippen kann, ist vorbei. Und Hornattacke. Der wär's down! Tschüss, Tipp 0. Mach's gut! Was? Krass. Level 16. Komm, wir fliegen den gleich mal. Level 16! Danke, dass ihr Teil ist, der Rest auch. Team Skull wurde besiegt. Nein! Ich kann nicht ausstehen! Nein! So. Du bist schmutzig, kleiner Kerl. Trockenesse? Entfernt Sand. Ist das Sand? Das ist doch kein Sand, oder? Wisch Schmutz ab. Das ist Schmutz. Kann ich das nicht machen? Geht nicht. Aber der Rest kann ich ja nicht machen. Das ist ja, kämmt das Pokémon. Das muss was kämmen, hä? Aha. So ist das also. Ah, yay! Yay! Oh, Taurus liebt mich. Ja! Kriegst sogar eine Bohne. Ja. Ja, Taurus, hast du schön gemacht. Hast du fein gemacht. Du bist richtig stark. Komm zurück. Verdammt, Mann. Das hätte besser mehr wissen müssen. Das waren zu viel starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Wie bitte? Ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem ist nicht seine Pokémon. Er will Spaß haben beim Kämpfen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er einen echten Kampf gegen Inselkönig halt nicht mal einen Hauch einer Chance hätte. Dass er nur in Spaß kämpft, ist nichts weiter als ein feiger Ausflucht. Oh, du kennst OP? Und du findest, dass ich stark bin? Ich breche ab. Der große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. Dubelmann. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du nur eine große Klappe hat. Aber nichts dahinter. Aber am besten besiehst du dich einfach und überlässt das hier unser Profis, Mann. Oh yeah, oh yeah. Check the flow. Davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt euer Pokémon noch unnötig in Gefahr. Ihr Pokémon sind stark.
Wir sind den ganzen Weg bisher gekommen und jetzt sollen wir leider Hände zurück. Ha, dabei hatten wir das Herrscherpunkt vom Plätscherhügel schon gut wie in der Tasche, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's? Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt das alte ausgelutschte Sprichwort. Flugs nach Haus, mein Kind, wenn Kramurks am Himmel sind. Tschüss. Sperr mal der Lausche auf, Gladio. Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bist der bleibst unser Laufbursche. Oh, yo, du wirst uns gehören. Hast du denn endlich kapiert? Mann, ey. Ein Idiot, ey. Kann gar nichts. Tschüss, Gladio. Wir sehen uns. Oh, Mann. Danke, Easy, und dir auch, Taurus. Das habe ich dir wirklich toll gemacht. Und jetzt? Wenn ich die Prüfung am Plätscherhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Oh ja. Hier, Easy, das wird bestimmt helfen. Hat die Ohren steif. 3 Belleber. Tschüss, Tali. Nun schon wartet die nächste Prüfung am Plätscherhügel auf uns. Aber im nächsten Part geht es hier erst weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Drop.